Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von Nostalgia. Heute mit dem Spiel Midtown Madness 2. Da gibt es eine kleine süße Story dazu, denn das war wirklich das erste Spiel, was ich jemals auf dem PC gespielt habe. Und ich stelle gerade fest, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir eine 2 hinter einem Spiel haben. Tja, die Zweier, die haben es mir so angetan. Aber wir werden nicht lange schnackeln, wir werden jetzt einfach mal anfangen und ich spiele das auf meinem wunderschönen Windows 7 Laptop. Also wenn es hier ein bisschen tastaturmäßig klackert, das liegt an meinem Laptop. Wird schön abgecaptured und ja, wir spielen einfach. Wo war denn das jetzt so? Wo man Computer oder Cruiser City? Wir gehen das bei Cruiser City. Hier die Bullen, dass sie mir nicht so sehr auf die Nerven fallen. Oh, ein paar bisschen. Race Name haben wir nicht. Time of Day, Noon. Ja. Es ist gut, wenn es Mittag ist. Cloudy. Und. Ja, gehen wir weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Ford F300. Oh. Die Feuerwehr haben wir noch nicht. Sammeln. Polizei können wir nehmen. Genau, wir gehen. Wir machen den Linienbus. Sollen wir noch viel fahren? Orange. Orange ist gut. Naja, dann fahren wir mal. Oh yeah, wir sind in San Francisco. Mal sehen, wie der Bus hier fährt. Wir gucken uns hier ein bisschen um. Also. Junge, Junge, Junge. Düt, düt. Düt, wir sind nicht hier so wie GTA, like. Upsi. Kurve nicht gekriegt. Entschuldigung, wo seht ihr euch? Bulle, geh weg. Warum habe ich das damals doch so gespielt? Polizei, verschwinde. Ich habe nichts gemacht. Ich fahre hier nur wie jetzt nicht 3-0 auf dem Kessel. Die Polizei will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Geht weg, ich hab's eilig. Ich hab einen strengen Fahrplan. Ups, upsi, upsi. Eieiei. Wir erkunden jetzt mal so ein bisschen die City. Mal sehen, wie. Komm, den kicken wir jetzt ins Meer rein. Oder auch nicht, wir fahren selber. Entschuldigung, Taxi. Oh, hier ist eine Tiefgarage. Mal sehen, was es hier Schönes gibt. Weiß ich überhaupt durch? Oh, ich bin drüber gefahren. Wie super. Ey, was willst du, Kunde, von mir? Pinkel durch, ist meine Straße. Gucken wir, was das kleine süße Auto so schön drauf hat. Mal sehen. Ist bestimmt Highspeed hier drauf. Weg hier, weg hier, weg hier! Yeah! Oh, der ist schon ein bisschen schneller unterwegs hier. Kann ich mir schon mal nicht mehr lenken. Ui! Upsi! Oh, da sind die Bullen gleich schon wieder bei mir. Das gibt's doch nicht. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine! Eieieiei. Die flippern hier so weg wie so Gummibälle. Ah. Geh weg von mir, du Bulle. Will ich mit dir kuscheln.
Geh weg. Geh weg. No, 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 no. Geh weg. Weg hier! Ich werde verfolgt. Die läuft hier einfach über die Straße. Ich glaube, ich habe den einen was umgeniedet hier. Ey, die ist aber auch hartnäckig. Oder ist das eine andere? Nee, ist genau die gleiche. Hallo! Bist du mal fertig? Hui! Ach, ist das schön. Ein wunderschöner Tag. Huch! Voila! Ei! 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 Habe ich schon erwähnt, dass ich ein absoluter Noob bin in solchen Spielen. Hoppala. Wie die aber weggehen. Also die Physik-Engine ist ja noch nicht so... Hallo, Bus. Nein! Damals habe ich immer viel als kleiner Bimpf immer hier die Welt so ein bisschen erkundet. Surprise! Och nee, nicht die schon wieder. Oh, die arme Limo. Ich glaube, die hat sich jetzt verabschiedet. Hui. Ach, da kann ich nicht die Frische grüßen. Was ist denn das hier? Geil, ich fahr drüber. Wie viel kann denn die Karre schaffen? Wir sind jetzt gerade bei 140. Machen die irgendwie mal Pause oder was? Die Bulle! Du kriegst mich nicht! Zumindest nicht lebend! Gut, wir machen ein Racing Run Number One, okay. Den nehmen wir natürlich. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet beim Checkpoint Base. Yeah! Dann wollen wir mal! Hui! Da sind die Checkpoints hier. Ich hab die Kurve nicht gekriegt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Nein. So, einen haben wir schon mal. Verdammt! Wir müssen diesen Mini Cooper aufhalten. Was willst du von mir, du? Oh, der hinter mir. Entschuldigung. Ich nehme erstmal alles mit, was ich kriegen kann hier. Ecke. Die Kurve nicht gekriegt. Ich glaube, die anderen haben auch die Kurve nicht gekriegt. So, 7 von 9. Ja, ich habe alle Kurve nicht gekriegt. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ah, da hinten muss ich hin. Ups. Komm, das schaffen wir doch schon. Yeah. Bam. Der hüpft auch rum. Nin. Yeah. Geh weg. Ich fahre, als ob ich einen gesoffen hätte. Hui. Da hinten sehe ich ihn schon. Nein. Verdammt. Blöde Karre. Hallo?
Er hüpft auch mal gerade. Weg hier! Wie durch! Meine Güte. Wir müssen noch hinten. Oh. Ich knall erst mit den einen weg. Oh ja, eine Szene. Boah, ey, ich fahre noch nicht mal richtig los. Schon sind die Bullen mir schon im Nacken, ey. Das gibt's nicht. Ecke, ja. Komm her, ich mach dich fertig. Hallo? Weg. Weg hier. Gehen die kaputt? Weiß ich nicht mehr. Geh doch jetzt mal weg. Meine Mühe. Lass mich doch mal hier ein bisschen rumfahren. Geh da rein. Genau, machst du was. Die sind hier immer noch hinter mir. Was war das jetzt? Bumm. Warum habe ich das noch mal als Kind geliebt? Gerne mal gespielt. Wegen den Bullen bestimmt nicht. Ups. Ich war's nicht, ich hab sie kaputt gemacht. Hallo. Geh doch jetzt mal hier weg. Sag mal. Keine Zeit für Autogramme. Geh nicht da an den Zaun. Kick da erstmal einen Bus weg. Einen anderen Bus. Ups. Geh weg. Geh doch mal weg, Mensch. Uff. Uff. Ach, London ist so schön. Vor allen Dingen, wenn man von Polizisten verfolgt wird, obwohl man nichts getan hat. Was ich da durch bist, wo? Die Bullen sind gleich weg. Tschüssi. Ihr könnt hier da drüben bleiben. Uiuiui. Manchmal sind die Steuer. Nee, ich höre sie doch schon wieder. Kennen die mich nicht mehr? Ich glaube, das ist eine Einbahnstraße hier. Einbahnstraße, 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 Einbahnstraße. Hallöchen. Die haben die jetzt gerade geschrien. Ich glaube, das war eine Einbahnstraße. Entschuldigung. Hab das Schild nicht gelesen. Hier ist volle Karre in die Bus darin. Oh. Hä? Hier war ich schon. Das ist total verwirrend hier. Nee, hier war ich ja schon. Ich will. Ups. Kathedrale. Wunderbar. Hier kann man sogar reinfahren. Dann ist die Underground-Stadt. Gut, Underground ist immer gut. Fahren wir mal hin. Den Zügen hinterher. Kann ich irgendwo hinfahren? Cool. Upsala! Eieiei! Ups. Upsi, ich glaube, ich habe das Spiel gleich kaputt. Ich mache das Spiel gleich kaputt. Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich wieder zurück. Da bin ich mal woanders gelandet. Ist das Auto jetzt eben weggeschnittert? Ich hab das Auto noch nicht mal berührt. Aber ein Blinker daran. Das ist fein. Sehr vorbildlich. Bim, 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 wir spielen ein Bild. Upsala. So könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich irgendwas mit Autos spiele. Und das wird hier öfters mal der Fall sein. Ist das jetzt hier ein Kreisverkehr oder? Brücke! Die aufgeht! Hui! Verdammt! Lieg fest! Hallo? Danke! Jetzt kann ich
gar nicht wieder rüber. Ich habe bislang keine Polizei gehabt mehr. Komm, geh proben! Wie soll ich denn hier rüstkommen, bitte schön? So, okay. Entschuldigung! Müssen wir hier durch? War wie besoffen, aber egal! Ich glaube, ich bin da auf der Gegenfahrbahn. Ach ja, stimmt, wir sind hier in London. Hier ist ja kein Rechtsfahrgebot. Ach du Heiliger. Aber ich habe mich verguckt. Genau, ich cruise erstmal durch die Mauer. Auch cool. Was ist denn das hier? Die Reihe der roten Autos oder was? Bus. Geh nochmal. Aber die fahren doch ganz normal weiter. Ne? So, och. So, das war mal ein kleiner Einblick in das Spiel Midtown Madness 2. Ja, ich kann bislang immer noch nicht fahren. Es war schon immer so, wird auch immer so bleiben, also virtuell. Ja, hat auch mal wieder Spaß gemacht, mal wieder da reinzulunzen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Nostalgia-Video wieder. Ich sag jetzt erstmal Schau und Miau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.